Okay. Pass auf, wir schauen uns mal den Reduktionssatz gemeinsam an und tragen mal alle Fälle zusammen, die ihr gefunden habt, in der Hoffnung, alle Fälle gefunden zu haben. Okay. Falls ich jetzt diese komische Bewegung mache, es liegt daran, ich habe mir so eine neue Kamera gekauft, die mich jetzt verfolgt. Wenn ich jetzt hier lang laufe, verfolgt ihr mich. Ist voll cool. Hier lang. So, das kann ich hier ein bisschen einstellen, so dass es auch wirklich passt. Und was ich noch machen kann, ich kann die ranzoomen lassen. Zoom mache ich so, indem ich so mache. Und jetzt nach oben gehe, dann zoomt die Kamera ran. Lustig, ne? Ein bisschen hier rüber. So, und jetzt soll sie aufhören. Perfekt. Ein bisschen ranzoomen könnt ihr eigentlich noch. Ah, nein, jetzt hat sie wieder rausgezoomt. Warum das? Na, komm. Komm schon. Ja, ich muss noch ein bisschen üben, ne? Okay. Ups. Ja, ich denke, so passt. Okay. Wir wollen den Reduktionssatz beweisen. Und zwar besagt der, was besagt der Reduktionssatz? Genau. Vier Achsenspiegelungen lassen sich auf zwei reduzieren. So. Und da haben wir schon gesagt, da müssen wir unterschiedliche Fälle untersuchen. Fall 1. Und das machen wir jetzt schön grafisch. Wie sieht der Fall 1 aus? Den haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz angedeutet. Was so wäre so ein möglicher einfacher erster Fall? Vier parallele Geraden, genau. Das wäre ein sehr einfacher, aber auch ein sehr eingeschränkter Fall. Man kann es noch ein bisschen allgemeiner machen, indem man sagt, die ersten drei Geraden sind parallel und die vierte ist egal. Die kann parallel sein, muss aber nicht. Die spielt, das merkt man dann, wenn man es mal macht, merkt man, das spielt eigentlich keine Rolle, was mit der vierten Geraden ist. Nur die ersten drei müssen parallel sein. Okay, also drei Geraden sind parallel und die vierte ist irgendwie. So. Das ist die Gerade A, B, C, D. Und genau in dieser Reihenfolge wird das auch miteinander verkettet. Es gibt ein paar Regeln zu beachten. Es ist wichtig, dass die Reihenfolge niemals geändert wird von Achsenspiegelungen. Es gibt in bestimmten Fällen darf man es. In ganz bestimmten Fällen. Aber nicht im Allgemeinen. Die Reihenfolge darf nicht geändert werden. Und ich muss beachten, ich kann, wenn ich zwei Geraden, die hintereinander ausgeführt werden, so verändern kann, dass sie übereinander liegen, dann fallen diese beiden weg. Ne? Also wenn ich eine Gerade über eine andere rüberschiebe oder rüberdrehe, ich habe zwei Geraden übereinander, wenn ich dann an der einen Spiegel und an der anderen Spiegel direkt hintereinander, dann stelle ich hier wieder den Ursprungszustand her. Das heißt, diese beiden Achsenspiegelungen können dann wegfallen. Nicht nur eine von beiden, sondern beide fallen weg. Wenn ich also hier bei den vier Geraden irgendwas weglöschen kann an Geraden, welche Geraden sind das potenziell? In diesem Fall zwei Parallele, ja, in diesem Fall parallele Geraden vielleicht, genau. Aber ganz allgemein, wenn ich jetzt nicht von dem Fall ausgehe, sondern von allen. Welche Geraden kann ich eliminieren? A und D oder B und D oder B und C oder A und C. Welche? Hm? Die direkt miteinander verkettet sind.
die direkt miteinander verkettet sind, also direkt hintereinander kommen. Und in der Regel werden das welche sein? B und C. Ich könnte in diesem Fall auch A löschen, aber ich habe sozusagen hier mal zwei Geraden, hier mal zwei Geraden. Und wenn ich es schaffe, B und C übereinander zu bringen, die sich aufheben, bleiben noch A und D übrig. So, das ist sozusagen jetzt nochmal das Grundziel. Gut, was kann ich hier machen in diesem Fall? Du hast schon angedeutet, die Parallelen, das ist sehr praktisch, dass ich da Parallele habe. Was bedeutet das nämlich, wenn ich zwei parallele Geraden habe? Ja? Genau, die kann ich verschieben. A und B sind eine Verschiebung, ne, weil zwei parallele Geraden sind. Das heißt, ich kann sie entlang der Verschiebungsrichtung verschieben mit konstantem Abstand. Das ändert nichts. Das haben wir in GeoGebra mal ausprobiert. Am Endprodukt ändert das nichts. Das heißt, ich kann B und C so verschieben, dass B auf C liegt. Oder vielleicht mache ich die mal rot, weil ich die verschoben habe. Also hier so. Dann habe ich jetzt hier A, B ist gleich C oder A', B' ist gleich C und hier habe ich D. Ja, und wenn ich jetzt A mit B, A' mit B' mit C mit D verkette, ich spiegel also erst an A', dann an B', dann an C. An B' und C zu spiegeln, hebt sich gegenseitig auf. Das heißt, die beiden fallen weg, D bleibt übrig. Das heißt, am Ende habe ich nur noch A' und D übrig. Gibt es ähnliche Fälle wie diesen hier? Also hier sind die ersten drei parallel. Welchen kann man noch mit abhaken vielleicht? Die ersten drei schneiden sich in einem Punkt. Genau. Also, ich mache das hier mal nebendran. Derselbe Fall ist, die ersten drei schneiden sich in einem Punkt. A, B, C und hier ist irgendwo D, keine Ahnung. Was passiert dann? Wie kann ich da Achsen wegbringen? Ja? Ich drehe A und B so, dass B auf C liegt, genau, also B' auf C, die fallen dann weg und A und D bleiben übrig. Das heißt, der Fall ist eigentlich, die ersten drei Achsen liegen im Büschel. Und wir wissen ja, wenn Achsen im Büschel liegen, also entweder parallelen Büschel oder kopunktales Büschel, drei Achsen im Büschel kann ich immer auf eine reduzieren. Das haben wir mal separat angeschaut. Letzte oder vorletzte Woche. Ja, also wenn die ersten drei Achsen im Büschel liegen, dann kommen am Ende, kann ich auf zwei Achsen reduzieren, die vier. Und, ich vervollständige es mal, auch wenn die letzten drei Achsen im Büschel liegen. Also bei der Situation hier, ich habe irgendwo A und B, C und D sind parallel. Oder ich habe hier irgendwo A und B, C und D sind kopunktal. Ist das nicht mehr auf dem Video drauf? Letzter Fall A, es liegt irgendwo und B, C und D sind parallel, sind kopunktal. Moment. Ja, ich meine, da kann ich natürlich C und D verschieben, sodass C auf B liegt. Und hier kann ich C und D drehen, sodass B auf C liegt. Also die ersten drei oder die letzten drei Achsen sind im Büschel, ist ein Fall. Und wir wissen, drei Achsen im Büschel kann ich auf eine reduzieren, also die vier auf zwei. Fertig. Welche Fälle gibt es noch?
Wir haben ein Karo. Ein Karo, genau. Das, in dem Fall heben wir uns mal bis zum Schluss auf. A und B und C und D schneiden sich, okay. Na gut, dann machen wir erstmal das. Also A und B schneiden sich, so, ne? Und C und D. So. Was können wir da machen? Also zwei kopunktale Paare sozusagen. Was können wir da machen? Kann ich jetzt hier C und D so drehen, dass C auf B liegt? Ich kann C und D drehen. Ist klar, ist eine Drehung. Ne? Ich kann die beiden mit konstantem Winkel hier um diesen Schnittpunkt drehen. Aber kriege ich es hin, dass dann C auf B liegt? B geht ja so, ne? So. Und C kann ich drehen, aber C wird, glaube ich, nie auf B liegen. Ich weiß, was du machst, du musst aber noch was anderes machen. Hm? Okay, also ihr dreht C und D so, dass C durch den Schnittpunkt von A und B geht. Dann geht C' hier durch. Und D, ja, weiß ich nicht so genau. D', C'. So, was mache ich dann? Jetzt drehe ich A und B so, dass B durch den Schnittpunkt von C' und D' geht. Denn dann liegt B auf C. Okay? Was habe ich jetzt hier? B' gleich C'. Das muss ich ein bisschen denken. Dann ist A so, A' und D' so. Okay, und jetzt fallen B' und C' weg. Ja. Was meinst du mit, ist es egal, wie C durch den Punkt geht? Hier, ja. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich hier drehe, C und D, stell dir vor, C dreht sich jetzt hier so lange rum, irgendwann geht es durch den Schnittpunkt hier. Ich kann es noch weiter drehen, sodass es hier hinten durch den Schnittpunkt geht. Aber ja. Es gibt sozusagen nur, ne, ich muss so lange drehen, bis C da reinklackt. Und dann drehe ich die so, sodass B durch den Schnittpunkt geht. Dann sind B und C aufeinander, dann fallen sie weg. Und dann bleiben A und D übrig. Okay. Jetzt nehmen wir die Karo-Situation, die du vorhin genannt hast, ja? Bitte? Ja, genau, das ist die eigentlich. Ich mache sie trotzdem mal. Du meinst die, ne? Ja, ja, das ist die, ne? Du kannst ja das jetzt so drehen, dass C hier, ah nee, geht, ist nicht die gleiche, weil A und B sind parallel erstmal. Ne? Du kannst jetzt nicht B, C so drehen, dass sie durch den Schnittpunkt von A und B geht. Ist nicht exakt die gleiche. Aber, Tipp, können wir vielleicht, B und C kommen ja hintereinander und B und C schneiden sich. Vielleicht können wir B und C so verändern, dass wir die Situation da herstellen. Momentan schneiden sich A und B nicht und C und D schneiden sich auch nicht. Die sind hier parallel. Aber kann ich vielleicht die Situation hier verändern in einem Schritt, sodass die da oben hergestellt wird? Und dann ist alles so wie da oben. Ja? Genau, das ist super, genau. Wir können B und C, weil sie sich ja schneiden, ne? Es ist dummerweise noch ein rechter Winkel, das muss gar nicht sein, ne?
Ja, genau. Also du kannst B und C so drehen, dass B' auf dem ursprünglichen Platz von C liegt. Ja. Und hier ist A und D bleiben gleich. Und B, das ist dann B'. Und das ist dann C'. Ich habe jetzt einfach um 90 Grad nach links gedreht, ne? Oder ich nenne es nicht um 90 Grad, aber ich habe so lange nach links gedreht, bis B' auf C' liegt, auf dem alten C liegt. So, und jetzt ist es so. A und B schneiden sich, C und D schneiden sich. Und wir haben genau die Situation, die hier oben ist. Fun Fact. Ihr braucht nicht zu drehen, bis B' auf C liegt. Dreht's ein Ministückchen, dann werden sich A und B schneiden und C und D schneiden. Es geht ja nur darum, dass die beiden sich schneiden, ne? Jetzt sind sie parallel, A und B und C und D. Ihr müsst nur minimal drehen, sodass B und C nicht mehr jeweils parallel zu A und D sind, schon schneiden die sich und schon habt ihr die Situation hier oben. Ich sehe rauchende Köpfe. Doch. Nee, wir sind jetzt, wir haben es jetzt hingekriegt, dass A und B sich schneiden und C und D sich schneiden. Also A und B schneiden sich und C und D schneiden sich. Und dann machst du einfach das nacheinander fertig. Also vielleicht könnten wir hinschreiben, das ist Fall 2. Wir haben Fall 3 durch einen Schritt in Fall 2 überführt und damit ist die Sache erledigt. Sie trotzdem noch rauchende Köpfe. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ja? Nee, wir haben BC so gedreht, nicht dass A parallel zu C ist. Lass mich die Grafik nochmal neu machen. Die ist verwirrend, weil ich dummerweise einen rechten Winkel hier reingebracht habe, den ich gar nicht drin haben wollte. Das mag verwirren. Also, definitiv ist es so, dass A und B parallel sind. Aber C und D sind parallel und können so liegen. Okay? So, das ist der Fall allgemeiner. Die sind nicht rechtwinklig oder so. So, das Problem ist, A und B sind parallel, C und D sind parallel. Das ist nicht der Fall hier oben, weil A und B schneiden sich und C und D schneiden sich. Ich mache jetzt also Folgendes. Ich drehe jetzt B und C an diesem Winkel hier so, dass B auf dem ursprünglichen C liegt. Ja? Oder das muss ich eigentlich gar nicht. Ich muss gar nicht so weit drehen, aber ich kann es ja mal machen, weil es vorhin vorgeschlagen wurde. Also A bleibt gleich, D bleibt gleich. So, und jetzt liegt, ich drehe B so, dass es hier irgendwie auf dem alten C' landet. Dann ist das hier B'. Muss ich überlegen. Und das hier. In etwa müsste dann C' sein. Nee. Ich habe mich geirrt. Das ist nicht exakt die Zeichnung. Vielleicht ein bisschen aufpassen im Kopf drehen, ist nicht so easy, ne? So. Ah, das ist B' und
Wenn ich das jetzt so gedreht habe, dann müsste es eigentlich in etwa so aussehen. So, das ist C'. So, okay. Ich habe also B und C so gedreht, dass B' hier drauf liegt und C' so. Und jetzt schneiden sich A und B und C und D. Jetzt habe ich genau den Fall hier oben. Ja. Ah, so fühlt man sich wohler. Nicht einfach rechte Winkel irgendwo reinzeichnen, wo keine rechten Winkel reingehören. Gut, haben wir alle Fälle? Gesundheit. Haben wir alle Fälle? Nein, natürlich nicht. Welchen Fall haben wir nicht? Einer fehlt noch. Wir haben drei parallele Achsen oder drei Kopunktale, jeweils vorne und hinten. Wir haben zweimal Kopunktale, wir haben zweimal Parallele. Da fehlt noch was. Jetzt verfolgt mich die Kamera wieder. Ich muss echt aufpassen mit diesen Handgesten, weil wenn man die Handgeste macht, dann, also das bedeutet, verfolge mich. Ich verfolge mich nicht mehr. Welcher Fall fehlt noch? Wer sieht's? Ja? Ja, genau. Also wenn A und B senkrecht und C und D senkrecht aufeinander stehen, sind es ja auch zwei sich schneidende Paare, ne? Zwei kopunktale Paare. Wir haben drei parallel links-rechts, drei kopunktal links-rechts. Wir haben zweimal sich schneidende Paare und zweimal parallele Paare. Es fehlt noch ein Fall. Perfekt. Richtig. Genau. Ein paralleles Paar und ein kopunktales Paar. Und zwar so rum oder so rum. Wie willst du es haben? Erst die linken schneiden sich, die rechten parallel oder umgedreht? Nein. Die schneiden sich zuerst. Okay. Fall 4. A und B schneiden sich und C und D sind parallel. So, genau, den Fall haben wir noch nicht. Was machen wir mit dem Fall? Ja? Probier's. Perfekt. Sehr gut. Genau. Wir drehen A und B so, dass B parallel zu C liegt. Und dann haben wir Fall 1. Super. Genau. Hätten wir noch was anderes machen können? Also, wir haben jetzt A und B so gedreht, dass B parallel zu C ist. Dann haben wir drei kopunktale Achsen. Das ist der Fall, Fall 1. Drei parallele Achsen, Entschuldigung. Hätten wir was anderes machen können? Wer sieht's? Ja? Sehr gut, genau. Wir hätten C und D verschieben können, sodass C' durch den Schnittpunkt von A und B geht und hätten drei kopunktale Achsen gehabt. Auch Fall 1. Und es ist auch klar, es ist vollkommen wurscht, ob A und B sich schneiden und C und D parallel sind oder umgedreht. Ja? Jetzt müssten wir eigentlich, wenn ich mich nicht irre, alle Fälle haben.
Überlegt nur mal, ob ihr auch der Meinung seid, dass wir alle Fälle haben. Okay. So, jetzt überlegen wir uns nochmal die Konsequenzen aus dem Reduktionssatz. Wir können immer vier Achsenspiegelungen auf zwei reduzieren. Das heißt, wir können fünf Achsenspiegelungen auf drei reduzieren. Das heißt, wir können sechs Achsenspiegelungen auf vier reduzieren und die vier auf zwei. Wir können sieben Achsenspiegelungen, na, dann nehme ich die ersten vier oder so, auf fünf Achsenspiegelungen reduzieren. Sieben auf fünf, zwei fallen weg. Ich kann vier auf zwei reduzieren, ich nehme die ersten vier, die reduziere ich auf zwei, dann kann ich sieben auf fünf reduzieren insgesamt. Von den fünf kann ich wiederum die ersten vier auf zwei reduzieren, also fünf kann ich auf drei reduzieren. Ich kann bei jeder Anzahl ab vier immer das Ding so verändern, dass in jedem Schritt zwei Achsen wegfallen, weil ich immer vier zusammen begreifen kann, als Einheit begreifen kann und die auf zwei reduziere, also zwei fallen weg. Ich kann sieben reduzieren auf fünf, auf drei. Das ist jetzt die Frage, kann ich die drei nochmal auf eine reduzieren? In bestimmten Fällen, nämlich in welchen? Wenn nicht zwangsläufig, dass es nicht so überschneiden, dass es funktioniert, oder? Also bei drei Achsen habe ich entweder, ja? Wenn die drei parallel zueinander liegen, kann ich es auf eine Achsenspiegelung reduzieren oder wenn sie einen Punkt gemeinsam haben, auf eine Achsenspiegelung reduzieren. Ansonsten habe ich welchen Fall? Eine Schubspiegelung. Genau. Beziehungsweise ich habe halt drei Achsen, die sich irgendwie schneiden und die kann ich so verändern, dass zwei davon senkrecht parallel sind und die dritte senkrecht, dann habe ich eine Schubspiegelung oder Gleitspiegelung. Genau. Das heißt also, der Reduktionssatz besagt letzten Endes, jede Konkurrenzabbildung kann ich aus höchstens drei Achsenspiegelungen darstellen. Jede Konkurrenzabbildung lässt sich durch höchstens drei Achsenspiegelungen darstellen. Ich brauche nicht vier, fünf oder sechs. Weil wenn ich vier, fünf oder sechs habe, lässt sich ja reduzieren auf maximal drei. Das heißt also, jede Konkurrenzabbildung lässt sich mit maximal drei Achsenspiegelungen darstellen. Es kann also nur welche Konkurrenzabbildungen geben überhaupt, die mit einer Achsenspiegelung, also die Achsenspiegelung, die mit zwei Achsenspiegelungen sind, was für welche? Drehung und Verschiebung und die mit drei Achsenspiegelungen Schubspiegelung. Genau. Es gibt nur diese Konkurrenzabbildung. Achsenspiegelung, Verschiebung, Drehung und Schubspiegelung. Die Punktspiegelung ist eine Drehung. Okay, ist einfach ein Spezialfall, den muss man nicht separat aufführen. Und ich merke, das begeistert euch so sehr, dass ihr gar nicht an euch halten könnt. Und ja. Okay. So viel zum Reduktionssatz. Mit dem Reduktionssatz beschließen wir die Inhalte dieses Semesters. Habt ihr noch Fragen dazu?